Der DFB-Pokal geht ja endlich los und damit ist auch die Angst wieder vorhanden, in der ersten Runde sich zu blamieren und auszuscheiden. Und die war auch heute greifbar beim Spiel HSV gegen Rot-Weiß Essen. Was aber noch zu erwähnen ist, Rot-Weiß Essen ist kein Fallobst. Ja, die sind wirklich ein Drittligist, die spielen guten Fußball, wie ich finde, also wie ich jetzt auch gerade wieder gesehen habe. Ich meine, ich verfolge kein Spiel von Rot-Weiß Essen, aber trotzdem habe ich gesehen, die Jungs können kicken. Das heißt, der HSV hat eine schwierige Aufgabe vor sich, aber ja, als Zweitligist, als Anwärter für die Bundesliga, da musst du natürlich dort gewinnen und Mann, haben wir uns abgemüht. Zuallererst muss ich aber auch noch mich entschuldigen bei einem Bagriata. Der scheint ja auch mein Video gesehen zu haben, denn er hat 2 Tore erzielt und ja, ich glaube, der denkt sich gerade nur sowas in Richtung von mir, also Kick on. Aber ja, sei es drum, er hat dieses Spiel wirklich gut gestaltet mit Benesch, einer der besten, und Klatze natürlich. Also, wie gesagt, also Jatta, wirklich ein Aktivposten, hat mich selber überrascht. Ich war selber skeptisch, wo ich ihn in der Aufstellung gesehen habe, habe noch gedacht, oh, Jatta in der Startformation. Aber das war auf jeden Fall ein richtiger Weg, um gegen Rot-Weiß Essen zu bestehen. Und an Jatta hat es heute auf jeden Fall nicht gelegen. Trotzdem bleibe ich natürlich dabei. Er hat ein gutes Spiel und danach sind wieder 10, 20 Stück wirklich schlecht. Trotzdem, die Kritik bleibt. Die Kritik ist ja nicht nur für diese Saison gewesen, sondern die anderen Saisons davor auch, weil Jatta eben keine Konstanz hat, keine Technik, gar nichts. Aber heute war er auf jeden Fall einer der Besten. Das kann man nicht abstreiten. Und deswegen, da gebührt ihnen eben ein Lob. Ich sollte am besten irgendwie jeden HSV-Spieler kritisieren, damit die ihre Weltklasse hervorrufen. Und dann haben wir einfach, ja, geile restliche Zweitligaspiele vor uns. Kommen wir aber jetzt zu dem Spiel Rot-Weiß Essen gegen den HSV. Ja, ein 4:3 nach der Verlängerung. In der 117. Minute kam die Entscheidung durch Benes Schuss. Und was soll ich euch sagen? Ja, also Rot-Weiß Essen hat gekämpft. Der HSV hat auch gekämpft. Also vorne wirklich am Anfang gerade, hui, aber hinten die ganzen 120 Minuten lang, pfui, 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 pfui. Also hinten die Abwehr ist immer noch katastrophal. Und irgendwie ist es wie vor 2 Jahren, wo damals auch Schalke abgestiegen ist, da hatten wir auch so ein richtig gutes Spiel gegen Schalke abgeliefert und danach, ja, auch noch weiter gewonnen natürlich, aber danach nicht mehr so souverän aufgetreten. Und deswegen, ich klammer jetzt dieses Spiel mal aus. So, wir schieben dieses Schalke-Spiel mal weg, weil das war echt ein geiles Spiel. Das ging drunter und drüber. Aber wenn wir das mal weglöschen, so, wir haben die Vorbereitung schlecht gespielt. Wir haben wirklich gegen jeden eigentlich verloren. Nur gegen einen Regionalligisten, glaube ich, haben wir gerade knapp gewonnen und haben uns auch richtig viele Gegentore gefangen. Und jetzt eben auch gegen Karlsruhe haben wir auch keine gute Leistung gebracht. Im DFB-Pokal hinten, wir sind offen, offener als alles andere auf dieser Welt. Wirklich, hinten, ich habe sowas noch nicht erlebt. Diese Abwehr, es ist eigentlich eine Beleidigung für jede andere Abwehr, diese Abwehr als Abwehr zu bezeichnen. Und man muss sich jetzt auch mal sagen, ein Ramos ist wirklich katastrophal schlecht gewesen. Mal wieder, also gegen Karlsruhe war der auch nicht gerade gut. Und auch ein Hadzi Kadulic hat mich noch nicht überzeugt. Auch ein Ramos da auch immer mit seinen gelben Karten. Ich glaube, der ist so wirklich ein kleiner Halbbruder von Sergio Ramos, weil der liebt einfach Karten zu sammeln. Ich glaube, der hat jetzt in 3 Spielen wirklich 3-mal die gelbe Karte gesehen. Das kann ja auch nicht wahr sein. Also nach hinten sind wir wirklich offen als alles andere auf dieser Welt. Die Verteidigung funktioniert überhaupt nicht. Auch ein Van der Bremt färbt langsam ein bisschen ab vom HSV. Und das ist gerade schlecht, weil am Anfang, der war richtig, richtig stark. So beim Schalke-Spiel habe ich noch gedacht, wow, Wahnsinn. Beim Karlsruhe-Spiel dachte ich noch so, okay, immer noch gut. Aber jetzt im DFB-Pokal auch, er war nicht mehr so druckvoll. Links Muheim. Bitte. Offensiv, okay, er hat einen guten Schuss, offensiv, er macht wirklich seine Aufgaben, aber als Linksverteidiger musst du auch verteidigen und das sehe ich einfach nicht. Der verliert wirklich jeden Ball und wenn da mal ein hoher Ball auf ihn zukommt, verfehlt er ihn und dann kommt ein gegnerischer Konter zustande. Also unsere Innenverteidigung, unser Linksverteidiger, Van der Bremt, natürlich, den gebe ich noch eine Chance, weil wenn alle hinten scheiße sind, was soll er da machen? Aber unsere Verteidigung war schlecht. Dann habe ich auch nicht verstanden, dass wir heute mit Kran gespielt haben. Klar, man muss den jungen Leuten mal eine Chance geben. Aber ich finde auch, ein Kran hat einfach
nicht, ja, nicht das Zeug dazu, da zu spielen, wo er spielt. Dem würde ich eher verleihen, weil Kran ist einfach noch nicht so weit oder wird es niemals so sein. Weil der hat heute auch wieder kein gutes Spiel abgeliefert, wie ich finde. Auch, dass heute zum Beispiel Raab im Tor stand, statt Daniel Heuer-Fernandes, kannst du natürlich so machen. Weil natürlich mit Raab haben wir auch einen guten Zweitliga-Keeper in unseren Reihen. Und der braucht auch natürlich Spielpraxis. Aber der ist überhaupt nicht im Walter-System drin. So du brauchst einen ballspielenden Torhüter da hinten und er schlägt halt die Bälle immer raus. Und also seid mir nicht sauer, aber das war alles... Also ganz weit weg von souverän. Immer wenn er den Ball hatte, habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber generell hinten, wir waren so anfällig und das ist nun mal ein Drittliges. Der hat einfach nur das Ziel, so im Mittelfeld zu landen. Die wollen nicht aufsteigen und natürlich wollen sie aufsteigen, aber ihr Ziel, ihr Hauptziel ist, im Mittelfeld zu landen. Wie unser Hauptziel ist es, in die Bundesliga aufzusteigen. Und mit dieser Abwehr, das kann nicht sein, dass wir jedes Spiel 4, 5 Tore machen müssen, um ein Spiel zu gewinnen. So, das kannst du, das wirklich, ich war so, eigentlich so schon positiv überrascht vom HSV, weil die vorne endlich mal die Dinger machen, aber das bringt ja nichts, wenn die hinten gleich alle 5 Minuten ein Gegentor kassieren. Also wir können keine Führung wirklich halten. Ich möchte behaupten, wenn das Spiel noch 2 Minuten länger ging, Rot-Weiß-Essen hätte noch ausgeglichen. Und das kann ja nicht wahr sein. Kommen wir auch zu den Standards. Das hat mich auch richtig zur Weißglut gebracht. So, eine Mauer ist so, nicht so, so, lieber Ramos, neben Klatze, so. Also ich weiß nicht, ob das auch eine Traineranweisung war oder ob die das so gelernt haben, aber wie kann man denn so einen Freistoß, so eine Freistoßmauer machen? Ich verstehe das nicht. So, das sind doch Profis. Die trainieren jeden Tag 8-9 Stunden. Das kann nicht wahr sein. Ich verstehe auch Tim Walter nicht, dass er einen Ambrosius nicht irgendwie aufstellt oder so spät erst bringt. Natürlich, der hat er auch nicht so gute Aktionen im Spiel. Aber ich finde einen Ambrosius besser. Und da werdet ihr bestimmt vielleicht auch ein bisschen, ja, gegen argumentieren. Aber ich finde einen Ambrosius besser als zum Beispiel einen Ramos oder einen Hansi Gadunisch. Also ich finde wirklich, wenn Schonlau fit ist, muss Ambrosius eigentlich spielen. Und ich hätte mal eine Idee. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal mit einer Fünferkette hinten spielen? Das heißt links, rechts, Van der Bremt und Muheim. Natürlich Muheim, weil wir haben keine andere Option. Und hinten wirklich mit 3 Innenverteidiger. Weil es kann nicht sein, dass wir jedes Spiel 2, 3, 4 Gegentreffer bekommen und gefühlt 5 Tore machen müssen, um mal das Spiel zu gewinnen. Und die ganze Taktik, also Tim Walter, wirklich, Offensivspiel gebe ich dir. Okay, es fallen viele Tore, alles klar. Aber hinten sind wir so anfällig. Und das nicht seit einem Spiel, nicht seit 2 Spielen, nicht seit 3 Spielen. Nein, seit deiner Amtszeit sind wir so heftig da hinten schlecht. Also wirklich, also Verteidigung ist nicht vorhanden. Ist einfach nicht vorhanden und ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, weil du kannst da auch jeden Spieler hinholen. Also mit dieser taktischen Leistung von Tim Walter würde jeder Verteidiger, glaube ich, schlecht aussehen. Also der braucht eigentlich so richtig kluge Verteidiger, die halt ein richtig gutes Passspiel haben. Und das haben weder Ramos noch Hansi Gadunisch. Wir haben einfach das Spielermaterial für diese Taktik nicht. Ich verstehe das nicht, warum er das nicht versteht. Du kannst doch nicht eine Taktik entwerfen, wie zum Beispiel bei Manchester City und so. So, der kauft sich, also Pep kauft sich ja auch Spieler, die 100, 120 Millionen Euro wert sind. Aber die haben auch ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Sachen. Du kannst doch nicht irgendwie von einem HSV-Spieler dann erwarten, dass der, oh ja, hier dieser Spielaufbau, das funktioniert nicht. Du musst mit dieser Spielerqualität arbeiten, die du hast. Du musst dir den Kader angucken und musst dann sagen, ey, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und jetzt müsste es langsam mal in deinem Kopf mal Klick machen, Herr Walter, dass es nicht möglich ist, mit dieser Taktik hinten zu spielen. Ich kann es nicht mehr. Wirklich, wenn wir gegen Hertha auch so spielen, sogar Hertha wird gegen uns 3 Tore machen. Und die sind, weiß Gott, offensiv harmlos. Aber das ist auch alles nur meine Meinung. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob ihr ja es vielleicht auch ein bisschen zu negativ seht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Gebt dem Video gerne ein Like und ein Abo. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.